Guten Morgen zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Guten Morgen deswegen, weil ein neuer Testtag beginnt. Das ist immer super spannend, weil wir sind hier so 18 Stunden am Arbeiten. Modellbauer, Techniker, verschiedenste Leute. Und auch Axel, Stefan, Daniel und ich programmieren und updaten zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, ich weiß nicht genau morgens, wie die Anlage heute läuft. Hat jemand noch ein Update gemacht oder ähnliches? Und ich weiß sogar nicht, wie die Anlage gelaunt ist. Denn die gleiche Anlage, die kein Software-Update bekommen hat, gar nichts geändert wurde, kann am nächsten Morgen super laufen, während sie am Abend vorher nur rumgezickt hat. Das ist tatsächlich momentan ganz schön frustrierend, weil man dadurch den Fehlern nicht so leicht auf die Spur kommt. Die Fehlersuche geht, ich würde sagen, seit März, April, Mai intensiv, eigentlich fast nur Fehlersuche. Sind es Softwarefehler oder sind es physikalische Fehler? Hat es was mit der Reibung zu tun, mit der Unterbodenfolie oder so weiter und so fort? Kommen wir auch noch zu. Das klären wir alles im zweiten Teil des Videos, weil Softwarefehlersuche ist nicht für jeden interessant, wobei wir das mit sehr vielen Testbildern, also Testfahrten, bespicken werden. Freut euch drauf. Aber als erstes fangen wir erstmal an mit der neuen Boxengasse, weil da geht's auch langsam voran. Ein Thema hat uns alle immer beschäftigt. Wo ist Steffen? Ein Thema hat uns immer beschäftigt, was machen wir in der Boxengasse? Wie lebendig wird die Boxengasse sein? Es gab immer den Zwiespalt zwischen, wenn wir da irgendwelche Mechaniken einbauen, dann können wir keine standfesten Szenen da machen. Können wir nicht ganz viel da ausschmücken, weil die Mechanik muss irgendwo langfahren. Ne? Ich glaube, wir haben einen ganz guten Kompromiss gefunden und den werden wir heute testen. Damian hat lange dran rumentwickelt und hat eine robuste Mechanik schaffen müssen, um ganz kleine Mechanik herauszubringen. Das heißt, man sieht es an meinem Zögern, das hat natürlich ein bisschen einen Kompromisscharakter, weil A, ich muss mit Autos rein und rausfahren können und die Nachbarbox muss auch rein und rausfahren können und das muss stabil sein, falls wir uns mal vertun und ich ein Auto damit wegdrücke. Und es sind aber kleine, sehr filigrane Mechaniker und es muss stabil sein. Also das, was ihr gleich seht, ist ein Kompromiss. Und wir gucken mal, ob wir damit alle zufrieden sind. Also, Steffen steht da schon. Ja. Moin. Damian ist krank. Der hat das Ganze maßgeblich mitgebaut. Und, aber dass Steffen es eingebaut hat und meine größte, beste Justierhilfe sein wird dabei. Probieren wir es einfach mal. Ich bin ein bisschen nervös, weil es ist sehr, sehr viel Programmierarbeit von mir gewesen, diese Autos da rein und rauszufahren. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob die Autos an den Mechanikern vorbeikommen, wenn die ausgefahren sind. Aber das werden wir jetzt alles testen und wir können ja eine Menge einstellen, oder? Ja, ich denke schon. Auf geht's. Gucken wir uns das einmal hier an. Wir haben hier einen Stellmotor verbaut, der dafür sorgt, dass hier unten die beiden Stangen mit der Boxenfuhr raus und reingefahren werden. Natürlich, wenn das Auto kommt, sollte sie vorher rausgefahren sein. Sobald der Boxenstopp fertig ist, kann das Auto wieder wegfahren und die Boxenfuhr kann wieder in die Box einfahren. Ich habe mir schon gerade mal angeguckt. Ich glaube, das funktioniert. Also rein mein Gefühl ist, ey, gleich erster Versuch klappt. Aber schauen wir mal. Erstes Auto, ab in die Box. Das ist Box 2, ne? Ja, genau. Ist auch wichtig, dass er langsamer fährt, wenn er in die Box reinfährt. Hey! Ey! Sauber! Sauber! Das ist eine Punktlandung. Weißt du, bevor ich den jetzt wieder rausfahre, fahren wir mal in die beiden Nachbarboxen einen rein. Ja. Mal gucken. Dann fahren wir mal in die Box davor und danach noch einen mit rein. Als ersten Test. Ah, easy. Ja, das, geil. Da war ja richtig Platz. Ich kann hier sogar, ich bin hier sehr spitz reingefahren. Ja. Ne? Da war noch mehr Platz. Jetzt gucke ich mir das Rausfahren gleich nochmal an. Das ist ganz spannend. Ich glaube, ich habe sogar mehr Platz, als ich dachte. Hier ist natürlich eng, das muss genau passen. Ne? Aber beim Rein- und Raus, also hier beim Reinfahren des anderen, brauche ich gar nicht so steil rein. Ich kann mit dem Auto ja nur so fahren und genau genommen so. Ich kann nicht so fahren. Aber es war eine Idee, aber das ist echt Zukunftsmusik, dass wir sagen, nach der Eröffnung, wenn alles läuft, Pflicht erfüllt, dann kommt die Kür. Und da haben wir mit Impulsen sogar die Idee, so zu machen zu können. Aber momentan kann ich also eine sehr scharfe Rechts- oder Linksverschiebung nur so machen. Und das sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Ne? Deswegen möchte ich die so flach, wie es geht, machen, weil dann fällt es nicht auf.
Kann ich hier nicht, aber ich kann sie noch flacher machen. Ist das ja. Also hier war Platz, ne? Hier? Ja, hier war Platz. Ja. Wir haben auch noch Möglichkeiten, die Boxencrew ein bisschen weiter reinzufahren, weil wir nach hier noch relativ viel Luft haben. Also du stehst mit dem Auto jetzt quasi so ein bisschen zu mir versetzt. Ja. Das heißt, wir können das noch ein bisschen ausmitteln, dass wir noch so 2 Millimeter nach da reinkommen. Ja, ein bisschen, also ich, ja, das heißt, das sehe ich von hier nicht. Ist hier der Abstand größer als ja, da? Genau. Ja, genau. Aber so aber ist das schon. Fahren wir den mal raus. Auch easy, ne? Oder ein bisschen easy, enger? Ein bisschen enger, ja. Oh, dieses Gewackel von dem Blauen, ne? Mhm. Ich finde, wir machen jetzt gleich den Ultimativtest. Ich habe noch eine in die Box geschickt, die schon besetzt ist. Das heißt, Teamkollege kommt, obwohl der andere noch nicht fertig ist. Und jetzt will genau der in unserer Testbox raus und der andere ist im Weg. Warum will ich das testen? Habe ich mir gedacht. Er sagt sich nämlich, ich fahre so weit, wie ich Platz habe. Und das ist es. Und jetzt möchte er rechts rüber. Jetzt habe ich eine Pattsituation. Ich habe mir das neulich schon mal gedacht, es könnte diese Pattsituation geben, weil er möchte jetzt hier in diese Box rein, gleich wenn er mir weggefahren ist. Und der möchte hier so raus. Das geht nicht mehr, weil wenn der jetzt hier rüber rutscht, schlägt er hier an und der ist im Weg. Ich habe da eine Pattsituation. Eine der ganz, ganz wenigen, die ich mir vorstellen kann bei so einem Formel-1-Rennen. Aber die lässt sich ja eigentlich ganz einfach lösen. Der Blaue hat schon neue Reifen bekommen. Fällt ihm gerade ein, ne? Fällt ihm gerade ein, dass er doch schon... Gerade ein. Ach scheiße, warum fahre ich eigentlich an die Box? Ich brauch gar keine neuen Reifen. Die alten waren noch viel besser. Einmal das Visier sauber gemacht. Richtig. Ich habe hier eine Mücke. Kannst du die mal eben wegmachen? Genau. Genau. Jetzt ist die Mücke weg. Mal gucken. Wir schicken den wieder weg und dann müsste der rote freie Bahn haben. Und fährt ihm gleich hinterher. Ja, und jetzt raus aus der Box. Raus aus der Box. Noch im Limiter drin und ab der Linie Vollgas. Und dann geht's wieder schneller, ja. Ja, das war ein super erfolgreicher Test. Also richtig schön, weil hier noch ein bisschen Justierarbeiten. Ich muss noch ein bisschen was umprogrammieren, umjustieren. Keine Fehlersuche. Das ist schön, weil Fehlersuche ist das halt, was uns eigentlich seit Jahren dominiert. Und ja, seitdem die Platinen eingebaut sind und wir die erste Testrunde mit dem Sonic und so gefahren sind, suchen wir nur Fehler. Also, kleines Update zu dem Bodenbelag. Also bei Formel-1-Autos, in der echten Formel 1, genauso wie bei uns auch, ist der Bodenbelag ja was ganz Entscheidendes. Es ist ein großes Betriebsgeheimnis in der echten Formel 1, wie die ihren Unterboden machen. Bei uns ist es das nicht. Wir haben jetzt einfach mal getestet, ohne Unterboden. Und wir haben auch ohne Unterboden auf nicht beschichteter Platine. Wir haben alle Platinen zweimal und haben auch im Labor nochmal keine Folie auf unbeschichteter Platine getestet. Dieses Hochschaukeln, dass sich das in der letzten Folge, in der vorletzten Folge habe ich da eine Menge zu gesagt, dass das sich so hochschaukelt und zu so einer Resonanz und am Ende Resonanzkatastrophe führt, das haben wir da auch. Zwar weniger, aber wir haben es auch. Wir haben aber definitiv elektrostatische Aufladung mit verschiedensten Folien. Wir fahren jetzt momentan mit Blech, mit ganz dünnem Stahlblech als Unterboden. Hat sich momentan bewährt oder ganz ohne. Ganz ohne würden wir eigentlich auch am liebsten fahren, wenn wir nicht ein bisschen die Sorge hätten, dass dann die Straßenfolie mehr leidet über die Jahre. Und jetzt kommt noch was. Wenn man sich das hier unten anguckt, wie blank das schon ist, dieser Abrieb des Magneten, Magnet ist ein relativ, ja, weiches ist das falsche Wort, aber es ist relativ weich, die Oberfläche, das heißt, es reibt sich ab. Das heißt, wir hätten jetzt Magnetspäne auf der Straße. Ich gucke jetzt mal 5 Jahre in die Zukunft. Nicht die beste Idee. Also, die Blechfolie ist ein bisschen schlechter, natürlich keine elektrostatische Aufladung mehr. Das Problem gilt als gelöst, auch wenn es immer noch eine auf der To-Do-Liste steht, da noch Optimierungen zu suchen. Übrigens, wir haben sehr, sehr viele Tipps gerade bei YouTube und auch bei Facebook unter unserem Video bekommen. Vielen Dank dafür. Wir haben vieles ausprobiert, auch das Erden der Fahrzeuge. Wir haben ein Stück Blech als Folienersatz eingebaut und die Fahrzeuge einmal in der Runde geerdet. Wir haben so viele Sachen ausprobiert. Im Endeffekt ist das Stück Blech oder gar nichts das Beste. Und das Problem kommt auch woanders her. Das haben wir verschoben. Das wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Folge ein Thema werden, dass wir da ein Jitter einbauen oder ähnliches, um das Problem einfach zu lösen, dass es keine Resonanz mehr gibt. Aber das ist nicht das größte Problem gerade, weil da haben wir auch leichte Fortschritte durch eine etwas andere Technik der Ansteuerung gefunden. Wir suchen aber Softwarefehler. Wir suchen viele Softwarefehler. Es gibt hier eine Liste von, momentan sind es eigentlich 7 Fehlerbilder, die wir kennen. Ein paar Kleinigkeiten, ein paar Unschönheiten, die wir immer noch mal wegmachen können. Aber 7 Sachen, die uns von einem Dauerbetrieb und von einem Öffnen abhalten. Und denen haben wir Namen gegeben. Und mit diesen Namen und diesen Fehlerbildern
gehe ich jetzt mal mit euch auf eine Testreise. Mal gucken, welche Fehler heute kommen. Kurz mal was anderes, und zwar die ersten Flaggensignale, nennen wir sie, sind installiert. An Rennstrecken werden Flaggen gewunken. Gelbe Flagge heißt Achtung Gefahr, blaue Flagge heißt, du musst jemanden vorbeilassen, der ist eine Runde weiter vorne als du. Rote Flagge Rennabbruch, schwarze Flagge Disqualifikation, haben wir hier auch. Auf modernen Strecken gibt es jetzt neuerdings das als Anzeigetafel. Dann gibt es einfach ein blaues Leuchtfeld mit einer Fahrzeugnummer gerne noch drauf, wen es betrifft, wenn du jemanden vorbeilassen musst, der einfach eine Runde weiter ist als du. Das ist sauschwer zu programmieren. Auf jeden Fall sieht es toll aus, das jetzt das erste Mal live zu sehen und auch die ersten richtig coolen Manöver zu sehen, wo jemand blau gezeigt bekommt und dann auch Platz macht. Ich habe aber auch gestern schon einmal gesehen, dass ich dem Führenden blau gezeigt habe, also da muss ich noch mal ein paar Software-Bugs suchen. Und dass die Fahrzeuge, die überrundet werden sollen, nicht immer so bereitwillig sofort Platz machen. Eben gerade hat das super geklappt, aber das nur mal kurz zwischendurch, da kommen wir auch ordentlich voran. Eins, zwei. So, hier ist jetzt wieder ein wahrscheinlich Softwarefehler passiert, weil ich kenne die Stelle schon. Der hier wollte wahrscheinlich nach rechts raus. Ich habe so eine Verbremserstelle, wo die absichtlich sozusagen einen Verbremser machen. Und das ist eine sehr starke Seitwärtsbewegung. Und das ist wahnsinnig schwer umzurechnen. Und da haben wir Fehlersituationen in der Software gehabt. Das werde ich gleich gucken, aber da steht noch einer. Und der steht links von der Ideallinie. Mal gucken. Was ich immer als erstes überprüfe, ist, ob das Auto, wir nennen es, packt. Das heißt, ob es eine elektrostatische Aufladung zwischen der Bodenfolie und der Straße gab. Das merkt man sofort. Also vorsichtig Vorsichtig anfassen, gucken, ob es einen Widerstand gibt. Nein. Spricht wirklich für einen Softwarefehler. Ich bin gespannt, ob die Prognose stimmt, dass es die Software ist. Ich guck mal. So, als erstes Fehlermeldungen des Systems anschauen. Ich habe ein paar Fehler, die wir mittlerweile im Griff haben. Und dann meldet das System Auto 3 nicht mehr da. Und es wird vermisst. Sonst keine Fehlermeldung. Das heißt, die Software hat keinen Fehler gemeldet. Das ist immer schon mal blöd. Meine Software meldet, Auto wird vermisst. Notheit, weil Ortungssystem sagt, Auto ist nicht da. Ich habe also auch keinen Fehler gemacht. Dann wollen wir mal gucken, ob das Ortungssystem überhaupt einwandfrei funktioniert. Das kann ich jetzt hier die Überwachung anschalten. Oh. Krass, das war eigentlich nur der Vollständigkeit halber, wollte ich es erzählen. Ein nicht unerheblicher Teil ist hier rot und wird jetzt langsam, man sieht es gerade live, geht das Rot weg. Das Ortungssystem war teilweise ausgefallen. Das heißt, ich muss jetzt darauf achten, auf dem Bildschirm steht nämlich das dunkelblaue Auto hier, aber auf der Strecke steht es woanders. Das hat gar keinen Fehler gemacht, das kann nichts dafür. Das System hat kurz ausgesetzt. Das ist die dritte Komponente, Steuerungssoftware, Antriebssoftware, die Mikrocontroller unter der Anlage, die die Autos fahren, und das Ortungssystem, was guckt, wo die Autos sind. Ortungssystem war kurz ausgefallen. Das ist ein bisschen blöd, weil dann habe ich keine präzise Rückmeldung, wo der Fehler passiert ist. Aber trotzdem sehe ich ja, wo das Auto steht. Und das steht genau, ich würde sagen, da. In diesem Sektor steht das Auto. Und da haben wir uns programmiert, dass ich jetzt Axels Software abfragen kann, was waren denn deine letzten Sachen, die du so getan hast? Funktioniert. Und jetzt sehe ich hier unten die Fahraufträge, die ich an diesen Sektor geschickt habe, wie das Auto sich bewegen soll. Das sind so Koordinaten, Zeitangaben, wann das Auto wo sein soll. Und ich sehe, ich habe hier eine Geradeausfahrt gemacht. Ich hatte mit einer Schrägfahrt gerechnet, so wie das steht, aber und der Sektor hat alles. Ah, das ist ja spannend. Da muss ich selbst nachdenken gerade. In den Daten steht drin, dass das zuletzt das langgefahrene Auto Auto 5 ist. Und hier gibt es aber einen Fahrauftrag für Auto 8, der steht hier auch.
Das ist ja eine böse Falle. Nicht der vordere blaue, der da steht, hat den Fehler, sondern der hintere. Ha, das war ein Täuschungsmanöver. Das heißt, die 3 hat den Fehler, steht ja auch hier oben. Da, Auto 3 hat den Fehler, habe ich nur übersehen. Wo ist der denn langgefahren? Ich habe mir mal neu programmiert, dass ich rückwirkend mir anzeigen kann, wo das Auto langgefahren ist. Hilft ungemein. Weil meistens fahren die auf der Ideallinie. Deswegen suchte ich den Fehler immer auf der Ideallinie eigentlich. Aber nein, gucke mal. Der Blaue hat hier die Spur gewechselt. Und genau da bei der Bushaltestelle, da steht er. Und ich sehe eine extreme Schrägfahrt. Also ich habe sehr stark, das sieht man hier ja auch, sehr stark die Richtung gewechselt. Die Y-Koordinate wandert sehr stark nach links. Wenn die Zahlen größer werden, geht es nach links. Und jetzt kann ich hier sehen, was er als XY meinte, für Schritte für das Fahrzeug machen zu müssen. Und siehe da, das ist alles richtig. Und den Sektor danach, alles richtig. So, das sind die ganz, ganz üblen, weil augenscheinlich alles stimmt. Ich habe so eine Liste an Fehlern, da sind wir jetzt bei 7, die wir suchen. Also 7 ernstzunehmende, sind ja immer Kleinigkeiten, aber 7 ernstzunehmende Sachen, die sehr, sehr selten auftreten. Und diesen Geisterfehler, von dem ich auch in der letzten Folge schon mal berichtet habe, der taucht nur noch sehr selten auf. Das heißt, die Geisterfehler, die wir lange dachten, dass sie einfach an der Physik liegen und wir die nicht im Griff haben, Wärme, Reibung oder ähnliches, sind größtenteils keine. Das ist so eigentlich die beste Nachricht der letzten Monate. Sondern wir haben ein paar Sachen entdeckt durch das Analysetool, wo einfach Zahlen irgendwie nicht stimmen. Und ich bin raus, sehen kann, ich habe sie richtig gesendet. Aber der kleine Mikrocontroller, der muss so unfassbar komplizierte Rechnungen machen, die ich als PC nicht abnehmen kann, weil sonst bräuchten wir eine Datenübertragung von wahrscheinlich 100 Mbit oder sowas, was ja technisch möglich wäre, aber nicht unter diesen Umständen mit diesen vielen Teilnehmern. Führt zu weit. Wir müssen uns mit der Datenübertragung 1 Mbit zufrieden geben, haben eine bestimmte Menge an Daten nur zur Verfügung, die wir übertragen können. Damit kann ich nicht die hochkomplexen Daten ausrechnen und diese ganzen Parameter ans System schicken, sondern das muss das System selbst machen. Es macht es eigentlich auch mittlerweile exzellent, aber ganz selten verrechnet es sich mal und hier nicht. Jetzt habe ich aber in meinem Fehlerbildliste, also Liste der Fehlerbilder, gibt es einen Fehler, der heißt Probleme bei Querfahrten. Eigentlich äußert sich ein Problem bei einer Querfahrt, also dieses Fehlerbild, was ich mal sozusagen, das ist ein Fehlerbild, identifiziert habe, eigentlich genau an so einer Sektorgrenze. Das wäre dann erst eher hier. Also wenn ich das mal aufzoome, dann wäre eigentlich eher hier. Da, wo es von dem Sektor, von der Linie nach links in eine andere Sektorreihe überbietet, müssen diese beiden Sektoren ganz, ganz synchron gleiche Bewegungen machen. Ansonsten fängt das Auto an zu zuckeln. Das auszurechnen ist hochkomplex und das zu synchronisieren erst recht, weil wir reden hier über Zehntel Mikrosekunden, die diese Antriebsfelder in der Auflösung sich bewegen können. Ich hätte jetzt gerne dieses Auto, wir haben schon überlegt, die Kamera, eine komplette Kameraüberwachung mit hochauflösenden Daten, die wir dann loggen und jederzeit uns angucken können, aber das sind solche Datenmengen, dass ich es nicht habe, denn ich hätte gerne jetzt eine Aufnahme davon. Ich hätte jetzt gerne eine Superzeitlupe, ob das Auto so gefahren ist und dann irgendwann der Kontakt des Magnetfeldes abreißt und das Auto stehen bleibt. Denn es ist eine Querfahrt, es ist eine Hochgeschwindigkeitsstelle. Das heißt, ich muss immer auch einkalkulieren, dass das Auto, wenn es seinen Antrieb verloren hat, also durch Softwarefehler oder Physik oder wie auch immer, immer ein bisschen weiter rutscht. Es steht nämlich hier, da steht es. Alle Sektoren, ich lese jetzt nochmal alle aus, um das zu bestätigen, sagen, ich habe richtig gerechnet, ich habe alle meine Daten bekommen und ich lebe auch noch. Also mir geht's gut. Jetzt muss ich mich entscheiden. Also, wir haben Sektoren ausgelesen, die sind alle sauber. Es ist eine Querfahrt, definitiv eine Querfahrt gewesen. Aber das Auto ist von der Sektorgrenze ein Stück weg und es steht da auch von der Sektorgrenze weg. Wir haben hier unsere Fehlerliste, der wichtigsten Fehler. Den haben wir Namen gegeben. Das soll jetzt überhaupt nichts bedeuten, welche Namen wir uns ausgesucht haben. Muss man jetzt entscheiden, ist es ein echter Geisterfehler? Also keine Fehlermeldung, es gibt nichts, was darauf hinweist, dass es die Software war. Geisterfehler, also die Physik ist schuld oder keine Ahnung, Staubkorn oder irgendwas. Das könnte es sein. Was ich definitiv hatte, ist hier, Kevin, keine Meldungen kommen mehr rein. Das hatte ich, da mache ich jetzt mal einen Strich. Aber Chantal haben wir ihn genannt, ist, Querfahrten führen manchmal zu Geisterfehlern, tendenziell bei flachem Winkel.
Hatten wir, genau das hatten wir. Aber hier steht, gegebenenfalls nur nach rechts. Wir sind aber nach links gefahren. Und wir waren ein Stück von der Mitte entfernt. Also das ist ein blöder Fehler, weil der ist nicht klar. Aber ich nenne ihn jetzt mal trotzdem Chantal. Und dann fahren wir weiter. Das Schöne ist, dass alle Softwarefehler, die wir jetzt noch haben, eine Sache gemeinsam haben, das hat Axel auch extra so gemacht. Wenn diese Fehler auftreten, selbst wenn er es nicht schafft, sie so direkt zu erkennen, also eine Fehlermeldung zu schicken, die uns zu sagen, ey, ich weiß, was los ist, ist, dass der Sektor nicht mehr weiterarbeitet. Also, was mache ich jetzt? Ich nehme das Auto runter und lasse ein nächstes Auto über die gleiche Stelle fahren. Und wenn das stehen bleibt, war es doch ein anderer Fehler. Und wenn es da durchfährt, war es entweder ein Geisterfehler oder Chantal. Und los! Alles klar. Ja, ist ein bisschen ungewöhnliches Fehlerbild, weil ungewöhnliche Stelle, da habe ich ganz, ganz selten Fehler. Erste Vermutung, der ist nach außen gegangen, vielleicht hat er blaue Flagge gekriegt oder irgendwas und nach außen gehen in der Kurve, wo die Leiterbahnen nicht synchron sind. Ah, das ist mathematisch schwierig, das haben wir im Griff, aber es ist physikalisch im Grenzbereich. Da kann immer mal ein Geisterfehler passieren, also Auto ist einfach stehen geblieben, weil die Physik nicht mitgespielt hat. Aber das sehen wir gleich am Rechner. Ich nehme die auf jeden Fall mit, weil von hier aus kann ich nicht so einfach weiterfahren. Und ich will mir den Gang sparen, hier gleich wieder hinzugehen. Autsch. Ich habe nicht als erstes in die Fehlerliste geguckt, weil die Fehlerliste haben wir eigentlich abgearbeitet. Ne? Da steht einer. Da steht von Axel an mich, Folgeschritt fehlt im Moment der Ausführung. Und zwar an Cluster 64 Adresse, Sektor Nummer 2. Und Cluster 64, Sektor Nummer 2 ist da. Genau da gab es ein Problem. Und da wird der Lilane stehen geblieben sein und von den anderen weggeschoben worden sein. Aber warum fehlt, Axel, der nächste Fahrauftrag? Also wo soll ich das Auto hinsteuern? Wir machen das immer so in 6-7 mm Abständen, dass ich ihm sage, dahin. Das fehlte ihm zu dem Zeitpunkt, als es hätte ausgeführt werden müssen. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihm das zu knapp geschickt habe. Das kann ich zum Glück alles mittlerweile, haben wir uns programmiert, gucken. 64.2, Datenanalyse. Und zwar der Step 89, sagt er. Oh, da er bytweise rechnet, muss ich das kurz umrechnen. Das ist hier. Das habe ich ihm geschickt in der 3966. Rennsekunde und ihm gesagt, er soll es ausführen in der 3971. Rennsekunde. Also 5 Sekunden ist ja wohl nicht Folgeschritt fehlt im Moment der Ausführung. Ne? Ich glaube, ich muss einen 8. Fehler auf die Liste schreiben und der geht an Axel. Mm. Aber der ist so selten und ich schätze mal, wenn ich ihm jetzt sage, der ist heute krank, wenn ich ihm jetzt sage, du, da hast du einen Bug drin, den werde ich ihm jetzt protokollieren, ihm eine schöne Mail schreiben. Und dann wird er den wegmachen. Also den ignoriere ich, weil es ist ein offensichtlicher Softwarefehler mit Fehlermeldung. Die findet man.
Basta. Aber trotzdem gibt es jetzt einen Fehler 8. Ein Namen für Fehler 8. Kann mir jemand einen Namen in die Runde schmeißen? Stefan. Komm, dann nennen wir den Steff. So. Ich habe jetzt noch einen Nachtrag zu dem Fehler von eben, weil ich habe jetzt das nächste Auto, habe die Strecke wieder freigegeben und das nächste Auto ist an der gleichen Stelle stehen geblieben. Ohne Fehlermeldung. Und dann habe ich doch jetzt mal gesagt, weil eben gerade habe ich gesagt, okay, Fehlermeldung, alles klar, kenne ich, Folgeschritt fehlt im Moment der Ausführung, ist mir bekannt, schreibe ich auf, fertig. Ich hätte mal den Sektor auslesen sollen, dann hätte ich es gleich gesehen. Und zwar habe ich das jetzt gemacht und ich sehe hier, das Fahrzeug 4, das war der Lilane, der da wirklich stehen geblieben ist, der ist nur bis zum X-Wert 9 in dem Sektor gefahren und danach sind seine Folgeschritte hier unten. Und hier unten dieses Feld sagt, das ist in der Zukunft, das ist noch abzuarbeiten. Und das hier ist die Vergangenheit, das wurde gemacht. Ich habe aber bereits für Fahrzeug 8, was das Folgefahrzeug war, was da jetzt durchfahren sollte, Fahrsätze geschickt, wo es langfahren soll. Und nur der allererste steht hier oben in der Zeile, was als nächstes zu tun ist. Hat das System aber nicht gemacht. Ich hätte jetzt gerne den Sektor ausgelesen, bevor ich dann noch mein Auto durchfahren lassen habe. Das mache ich nächstes Mal. Aber so selten, wie dieser Folgeschrittfehler kommt, muss ich jetzt warten. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil wenn dann hier oben keine Null gestanden hätte, dann wäre es ein Egon gewesen. Und Egon steht nicht umsonst auf der 1, den suchen wir seit Mai. Und eigentlich dachten wir seit 10 Tagen, dass er weg ist. Eventuell ist er nicht ganz weg, sondern kommt jetzt zusammen mit einer Fehlermeldung. Das wäre ein riesen Fortschritt. Also ich gehe davon aus, dass es ein fortschrittlicher Nummer 1 Egon ist und wir den zwar doch nicht, wie wir hofften, ganz weg haben, aber dem dann zumindest ganz stark auf der Spur sind. Ich weiß es nicht, aber ich wollte es als Nachtrag nochmal sagen, dass ich hier wirklich sehe, dass ich Datenschredder im Sektor habe und dass da nichts mehr weitergeht. Blöd. So, hinten ist einer stehen geblieben in der Kurve und ich dachte erst, es sei wieder der Fehler mit den 2 Sektoren nebeneinander nicht synchronisiert. Dann stellt sich das Auto nämlich leicht schräg. Aber ist es nicht. Ich habe hier mal die Daten ausgelesen. Ich habe als erstes geguckt, was habe ich diesem Sektor da geschickt. Und ein Sektor ist ja immer ungefähr so groß. Und damit das Auto, meistens entscheide ich mich so für 3 Schritte, was reicht von der Auflösung, fahr da, fahr da, fahr da. Dann muss der Sektor wissen, wo das Auto herkommt. Also aus dem Sektor davor und wo es danach rausfährt aus dem Sektor, weil da gibt es einen Übergangsbereich, wo beide Sektoren kurz wieder synchron arbeiten müssen. Und das sage ich dem System unter der Anlage, also Achse sage ich das wie folgt, wenn ich einen Nachbar 12 schicke, keine Ahnung, warum wir das so festgelegt haben, 8 ist vorne, 9, 10 ist an der Seite, 11 hinten rechts, 12 ist hinten. Du kommst vom Nachbar 12 auf der X-Leiterbahn, also in Fahrtrichtung 1, 2, 3, 4, 55. Leiterbahn. Das heißt, kurz vom Ende des anderen Sektors hinter mir kommst du her. Auf der 55. Leiterbahn des anderen Sektors. Was hat Axel aus diesen Zahlen gemacht? Der muss das ja selbst nur für sich wissen.
Ich komme aus der 55. Leiterbahn des hinter mir liegenden Sektors. Dann muss er das umrechnen in eine negative Zahl. Er muss sagen, ich komme aus der minus 11 als Beispiel. Dann weiß er nämlich, alles klar, das ist noch beim Nachbarn. Ich muss irgendwann anfangen mitzuhelfen. Und bei meiner 0 geht es dann richtig los. Das tut er bei 1 Million Befehlen, tut er das. Und manchmal nicht. Das ist ganz, ganz selten. Und hier hat er das sogar bei der Einfahrt nicht gemacht, denn da steht 1:1 die 55, die ich gesendet habe, die hätte aber in eine negative Zahl umgerechnet werden müssen. Und beim Rausfahren, also Nachbar 8 vorne, und das E steht hier auch für Ende der Fahrt, also Haken hinter erledigt, beim Rausfahren hätte er auf die Leiterbahnen, die er in X-Richtung selbst hat, sagen wir mal 60, diese 11 draufrechnen müssen. Hier müsste also 71 oder sowas stehen. Hier steht aber 1:1 übernommen, nicht umgerechnet die 11. Das ist ein Hugo, heißt er. Ein Hugo heißt nämlich bei uns nicht umgerechnete Nachbarleiterbahnen. Gerne beim Anhalten, diesmal in wilder Fahrt passiert. Also kriegt Hugo einen Strich. Jetzt gucke ich noch nach, wie viele Runden konnte ich fehlerfrei fahren, Fahrzeugrunden. Das waren nicht so viele, das waren 47. Das ist schlecht, weil wenn 10 Autos 4 Runden fahren, sind das 40 Fahrzeugrunden. Hier sind jetzt 7 Autos gefahren, 47 Fahrzeugrunden. Das sind nicht mal 7 Runden. Das ist nicht mal ein kurzes Rennen. Also so soll das nicht sein. Egal, wir haben einen Hugo. Hugo bedeutet auch, dass der Sektor danach nicht weiterarbeitet. Aber das ist gewollt, damit wir das auf jeden Fall feststellen. Jetzt muss ich die Anlage neu starten. Das mache ich gleich. Softwarefehler sind echt übel. Weil gestern Abend haben wir hier Rekord gefahren. Und heute läuft die Anlage nicht so gut. Obwohl wir nichts geändert haben, kein Update. Gestern haben wir die Situation damit verbessern können, indem wir einfach der Software, also dem Compiler, man nennt einen Compiler ein Programm, was Programmiersprache, was man so als Programmierer schreibt, umwandelt in ein maschinenlesbares Programm, ein Übersetzer. Haben wir das gleiche Programm, ohne eine einzige Zeile Source Code zu ändern, einfach nochmal übersetzt. Das macht man als Programmierer manchmal so ein bisschen aus Verzweiflung. Und siehe da, gleich danach Rekord gefahren. Das heißt, wir sind uns mittlerweile nicht sicher, wenn hier jedes 1 Millionstel Mal die Nachbarn nicht umgerechnet werden bei einer Software, die immer funktioniert. Woran liegt das? Und Axel sucht schon sehr, sehr lange 3 oder 4 von diesen Fehlern und ändert etwas an der Stelle, wo er vermeintlich ist, schickt auch mal eine Fehlermeldung und es verändert sich, was er ist, also an der Stelle unterwegs. Dann geht er ein paar Wochen später, sagt, ey Gerrit, wenn du den Fehler jetzt immer noch hast, dann müssen wir es rückgängig machen, dann hat das nicht geholfen und plötzlich ist der Fehler weg. Das ist bei Mikrocontrollern eher mal der Fall, bei PC-Software sehr selten, dass die zum Beispiel die Compiler falsch sind, die das übersetzen in Maschinensprache, dass die Softwarefehler haben. Oder aber, ist auch bekannt, da gibt es so Listen für, jeder Mikrocontroller hat bekannte Bugs, Softwarefehler. Die muss man alle berücksichtigen und vielleicht haben wir hier 9 entdeckt. Wir sind auf jeden Fall bei den 7, 8 Fehlern, die ich auf der Liste habe, bei 4 mittlerweile verzweifelt. Weil wir sitzen an Egon, unserem Hauptfehler, sitzen wir mit 3 Programmierern schon dran. Axel hat mal gebeten, hat gesagt, Daniel, Stefan, könnt ihr mir nicht mal über die Schulter gucken? Und dann waren die gleich Feuer und Flamme, hey, wir haben da was. Und ja, und dann dachten wir schon, wir haben ihn, weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und kaum guckt jemand anderes drauf und man erklärt es einer anderen Person, benutzt man andere Worte und findet den Fehler. Dachten wir, aber jetzt ist er wieder da. Obwohl er kurz weg war. Das ist das Los von, besonders von Hardware-Programmierung. Da müssen wir durch. Und wir müssen sie finden. Feststellen können wir jedoch, es wird besser. Also wir sind gestern 803 Fahrzeugrunden, das war mit 8 Autos, also 100 Runden, Rennrunden mit 8 Autos gefahren, ohne einen einzigen Fehler. Mit Überholmanövern, Rennsituationen und ähnliches. Das ist ein Ausnahmefall gewesen, aber er war gestern. Es ist nicht vor einem Jahr gewesen, es war gestern. Das macht unheimlich Hoffnung, aber es ist weiter nicht sicher, wie das im Dauerbetrieb funktionieren wird. Also drückt uns die Daumen, dass wir diese 803 von gestern keine Eintagsfliege war und wir wirklich auf einem guten Wege sind. Heute ist kein guter Tag, muss ich durch, ist morgen wieder ein guter. Jetzt kommt erstmal schöne Weihnachten und ein guter Rutsch ins neue Jahr. Und 2024 eröffnen wir dann die Formel 1. Machen wir einfach so. Freue mich für jeden, der zuschaut und bis dann, liebe Grüße.